Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Aber eigentlich reden wir schon lange nicht mehr über Gleichstrommaschinen, sondern über Gleichrichter. Wir wollen ja nach wie vor aus unserer Wechselspannung Gleichspannung erzeugen. Haben wir bis jetzt die Mittelpunktschaltungen gemacht, sind drauf gekommen, ja, es wogelt. Ja, es wackelt, es gibt eine gewisse Pulsation des Gleichspannung. Ja, es gibt einen großen Wechselanteil, Brummspannung auch genannt. Deswegen, mit ein bisschen mehr Bauteilaufwand, können wir das besser machen. Wie möchte ich zeigen? Und zwar an der einfachsten sogenannten B-Schaltung oder Brückenschaltung, nämlich der B2-Schaltung. Die verwenden wir wieder so, wie wir bei der M1-Schaltung, die an einem einphasigen Stromnetz verwendet haben, können wir die B2-Schaltung verwenden an einem einphasigen Stromnetz. Und wie schaut das jetzt aus? Also wir wollen ja nach wie vor einen Motor betreiben. Also wir haben da irgendwo einen Motor M, den wollen wir betreiben. So, jetzt war die M1-Schaltung, haben wir einfach das da gemacht und haben das da praktisch hingehängt. Und da unten beim Motor Retour sind wir Retour gegangen, aber dieses Mal gehe ich nicht retour vom Motor direkt. Da ist praktisch die zweite Line. Da ist die Wechselspannung dazwischen. Sondern über eine zweite Diode. So, jetzt kann man sagen, jetzt habe ich zweimal Dioden drin. Super. Ja, ich gratuliere. Also wenn wir hier praktisch wieder das U1 haben, da dazwischen so. Und da haben wir wieder das UDI. Wenn wir nur diese zwei Sachen hier hätten, nur diese zwei, dann würden wir hier natürlich wieder nach oben gehen, solange das da positiver ist wie das da, weil das ist ja wieder neutral da, das ist ja wieder die Linie, dann machen wir so. Jetzt machen wir so. Okay. Jetzt ist praktisch diese Diode und diese Diode im Betrieb. Da rinnt der Strom drüber. Und jetzt hätten wir genau das gleiche Problem, wenn die Spannung umdreht, ist 0. Deswegen machen wir einen super Trick. Ich mache das da praktisch hier. Das da. Jetzt ist ja das positiver wie das. Jetzt ist ja das positiver wie das. Jetzt mache ich da einfach eine zweite Diode rein. Und hängt die da dazu. Und auf einmal, darüber brauche ich natürlich nur auch noch eine zweite Diode. Und hängt die da dazu. Jetzt muss ich die Knähung besser auszeichnen, dass man sieht, wo das verbunden ist. Und wenn jetzt diese Leitung gegenüber dieser Leitung positiver ist, was ja jetzt hier der Fall ist, also eigentlich ist ja die Leitung negativer gegenüber dieser Leitung, jetzt hat sich die Spannung praktisch umgedreht und auf einmal leiten jetzt diese beiden Dioden, diese beiden auf einmal haben die praktisch in die andere Richtung und ich habe da diese negative Halbwelle und ich habe das so geschickt verschalten, gell, wenn das jetzt positiver ist wie das, schaltet das auch daher. Das heißt, für den UDI macht es da ein zweites Wandbau. Das heißt, jetzt leitet die zweite Diode, das zweite Diodenpaar, okay? Und da fahren sie wieder von vorne, da leitet wieder das erste Diodenpaar. Das heißt, die Ströme durch die Dioden wechseln so ab. Einmal rinnt er da, einmal rinnt er da, einmal rinnt er da, einmal rinnt er da. Buk, 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 buk. Und wie gesagt, wenn die Induktivität hier groß genug ist, dann wird der Strom halbwegs konstant bleiben und er wird halt einmal über diese zwei Dioden rinnen und in der negativen Halbwelle über diese zwei Dioden und das wird sich immer so wechseln. Was haben wir hier nun erreicht? Nun, hier haben wir erreicht, dass wir doppelte Frequenz haben. Das heißt, hey hallo, wenn wir doppelte Frequenz haben, glättet es den Strom schon ziemlich. Ja? Faktor 2 ist Faktor 2, das heißt der Mittelwert, wenn wir das da vergleichen mit dem da,
Das war ja der M1-Gleichrichter, praktisch das Pendant. Jetzt brauche ich halt mehr. Okay, jetzt brauche ich mehr. Und da habe ich so, da habe ich dazwischen immer so Pausen gehabt. Und jetzt habe ich, also doppelt so viele Pulse bekomme ich hier. Da haben wir das auch gehabt mit dem Zünden. Also wenn ich das hier praktisch wieder mit Zündis auslege, also hier mit einer entsprechenden Logik das zünden lassen kann, dann kann ich auch hier praktisch erreichen, dass ich bis zu einem gewissen Alpha nichts mache, dann zünde und dann schaut es so aus. Und hier wieder bis zu einem gewissen Alpha mache ich nichts, dann zünde. Also das wäre praktisch die Sache mit Thyristoren. Okay? Da haben wir immer unsere Alphas drinnen. Die negative Halbwelle wird hinaufgeklappt, mit Dioden nicht gesteuert, mit Thyristoren kann ich das steuern, mit einem Steuerwinkel Alpha, der halt immer wieder gleich bleibt. Ja? Und ich kann schon wieder meine Gleichspannung einstellen. Auf verschiedenste Werte kann ich meine Gleichspannung einstellen. Zwischen einem Maximalwert, der diesmal höher ist wie bei der M-Schaltung, ja, und 0. Ja, und der Steuerwinkel wieder 90 Grad ist. Oder 180 Grad, Entschuldigung. 180 Grad ist wieder vorbei. Ja. Cool, ja? Doppelte Frequenz, viel weniger Oberwellen, Brumm, Spannung drauf. Jetzt haben wir bei den M-Schaltern schon gesehen, wenn wir das bei Drehstrom anwenden, hilft uns diese Phasenfolge des Drehstroms schon sehr gut, um das zu glätten. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie schaut so eine B-Schaltung, eine Brückenschaltung am Drehstrom aus. Wird das dann wieder besser so viel oder schaut es vielleicht ärger aus? Wir werden sehen im nächsten Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.